Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Das ist eine Gabel. Okay, Stefan. Stefan und versteckte Pistole. Verstärkte, hoppala. Lena. Ich bin nur zufällig nochmal hierher zum Grab und hab da gerade noch zwei Sachen gefunden. Upsi. Die habe ich vergessen oder nicht bemerkt, dass da noch was zum Looten wäre. Schauen wir uns doch mal diese bessere Pistole an, ne? Diese verstärkte. Ja, ich glaube, die ist tatsächlich ein bisschen stärker als was wir da haben, ne? 350 ist sie wert. 50 Schaden macht sie. Wir kriegen plus 5 auf Pistolen. Eine sehr stabile und robuste Pistole, die auch ein Bad im Sumpf aushält. Dann würde ich sagen, nehmen wir die doch doch. Nehmen wir die doch doch, ne? Schwertechnisch haben wir eh nichts Besseres, leider. Wird schon noch werden. Okay, ich habe, wie gesagt, keinen Teleporter hier gefunden. Ich würde gerne noch... Da vorne, den hauen wir noch weg. Der ist eher alleine, glaube ich. Ich hätte noch gern mich ein bisschen umgeschaut, aber... Ui, das ist ein Magierschwerer. Boah, schnell. Zwei. Okay, wir sind hin. Wir sind hin. Wenn der mich trifft, ist vorbei. Passt. Glück gehabt. Schnell. Boah, Glück gehabt. Hui. Ich glaube, mehr Glück als Verstand. Wir haben mehr Glück als Verstand. Bist du narrisch? Ja, das hätte jetzt böse ins Auge gehen können. Pfui. Den habe ich nämlich nicht gesehen gehabt, diesen Arsch. Das tat weh. Passt. Hui. Gut. Geschafft. Ich meine, selbstverständlich. Die wollte ich noch umhauen und ich wollte hier noch kurz schauen, ob es was für uns gibt. Aber schaut eh nicht so aus. Gut, ich würde sagen, Queste. Was hätte man jetzt noch? Das mit die Fuegos Leiche ist mir jetzt ein bisschen meh. Jetzt habe ich keine Ahnung, warum das nicht so gut klappt. Entschuldigung, ich musste wieder husten. Wieder husten. Ich möchte das gerne nochmal probieren. Aber... Wer macht da so ein... Mach dich nützlich! Ich glaube, das... Ja. Geht nicht. Keine Ahnung. Vielleicht später. Keine Ahnung. Vielleicht... Opala. Vielleicht muss ich die Waffe zuerst zusammensetzen und dass dann was klappt. Ich habe keine Ahnung. Gut. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Soweit. Soweit, so gut. Dann würde sich als nächstes eigentlich Andigua anbieten, ne? Oder, was hat man hier noch? Ein Druiden. Eisenbucht Kalador. Alvarez. Inquisition. Anhänger der Magie. Aha. Wartet, da ist noch eine Quest. Da ist noch eine Queste. Die machen wir aber flotti. Entschuldigung, ich musste wieder husten. Aber nicht durch diesen, durch diese kleine Höhle dadurch, weil da ist ein Jaguar zu Hause. Da hinten hätten wir ja noch jemanden. Den habe ich ja fast übersehen. Böse Zocki. Pfui. Böse Zocki. Das geht einmal nicht. So geht das nicht. Nein, nein. Passt. Das heißt, wir haben hier ein paar Riesengrabben zu besiegen. Zack, die liegt schon mal am Rücken. Da, immer feste drauf.
Immer schön drauf. So. Boah. Immer schön drauf. Zack. Immer schön fest drauf. Au. Alter, was ist mit dir? Au. Ja, ja. Jetzt kommen natürlich 20 Millionen Gegner. Das ist eh logisch. Ma, so ist versäumt. Komm, streck dich nochmal. So, auf den Rücken. Die muss weg. Ganz schnell, optimalerweise. So, die ist mal weg. Das ist schon mal sehr gut. Der Sandteufel nervt extremst. Alter. Alter. Mann. Alter. Alter, Alter, Alter. Muss man so ein Rümchen trinken? So, ist schon besser. So, ist gut. Alter. So, auf den Rücken, du Mistviech. So. Und jetzt draufhauen. Ja, immer fester drauf. Boah, jetzt haben wir 4 Gänger besiegt, ne? So, passt. Hui, Alter. So. Puh. So lala. So lala. Tralala. Lala. Lala. Da ist noch eine Muschel, die nehmen wir auch mit, selbstverfreilich. Ein paar Fischis wären gut, einmal wieder so zwischendurch. Dass wir da was haben für unseren Proviant, weil den haben wir ganz schön aufgebraucht. So. Zack, zack, zack. Schön speichern. Da kommt ein Sandteufelchen. Zack, au. Bei uns, du darfst auch ruhig. Du musst da nicht warten auf bessere Zeiten. So. Sehr fein. Ja, bitte, das wäre mir sehr recht. So. Den zertrümmer ich den Schädel, weil ich es kann. Hoho. Ja, ich bin Bones. Ja, ich bin der Knochenmann. Ja. So. Ruhe ist jetzt. Da. Auf die Gosch. Immer feste drauf da. So. Herrschaftszeiten. Na, gehst du ein. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Gut so. So, haben wir hier noch eine Muschel? Oder Fischi? Ich fürchte, da ist eine Muschel. So. So, Blutwurzelchen, Schädelblume, Blüte, Blumenblüte, so irgendwie ein paar Muschelchen. Leider kein Fischi. Aber eine Makibeere. So, dann natürlich sofortigst speichern. Ja, bitte. Kurzer. Noch ein kurzer. Es dürfte ein Schnapsel sein. Da haben wir wieder eine Truhe. Roher Fisch. Noch mehr roher Fisch. Das Buch dürfen wir nicht lesen. Hey, oh. Was willst du? Servus. Und du bist? Ich bin Horas, Wächter im Auftrag der Magier. Oh. Zurzeit verstecke ich mich vor der Inquisition. Ich habe mich mit Kommandant Sebastiano getroffen. Was glaubst du, hat die Inquisition vor? Sebastiano. Ich habe mich mit Kommandant Sebastiano getroffen. Mhm. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Kommandant mich tot sehen will. Ich hörte davon. Du sollst ihm etwas geklaut haben. Tatsächlich. Und? Hast du? Klar habe ich. Hier, diesen Monolithenstein, direkt aus Di Fuegos Büro. Deshalb bin ich ja hergekommen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sondern? Kommandant Sebastiano will die Koordinaten von Taranis. Was glaubst du, hat die Inquisition vor? Was glaubst du, hat die Inquisition vor? Nun, die Soldaten hier wollen sich bestimmt nicht mit uns Wächtern verbünden. Sie planen einen Angriff gegen die Magier?
Selbst wenn sie unsere Insel finden, mit ihren Musketen haben sie keine Chance gegen die Kristallmagie. Allein, dass sie es versuchen könnten, ist beunruhigend. Genau deshalb muss ich zurück nach Taranis. Das ist doch nicht alles, oder? Das ist doch noch nicht alles, oder? Nein, das stimmt. Ich muss meine Beute nach Taranis bringen. Die du hier gestohlen hast. Und wenn schon, die Magier müssen erfahren, was hier los ist. Wie bist du hergekommen? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin schon seit vielen Wochen unterwegs. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, dann reise ich mit. Egal ob großes Piratenschiff oder Schaluppe, nur auf die Schiffe der Inquisition setze ich keinen Fuß. Was weißt du über die Schatten? Was weißt du über die Schatten? Gefährliche Mistviecher kommen direkt aus den Kristallportalen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Bleib bloß weg von den Dingern. Es heißt, jemand, der hineinblickt, verliert seinen Verstand. Ach was. Oder die Seele. Gut, ich nehme dich mit. Gut, ich nehme dich mit. Mein Kahn liegt in einer kleinen Bucht in der Nähe der Mangroven. Die Mangroven, da habe ich mich ein paar Tage lang versteckt. Das finde ich schon. Ach ja, und noch was. Danke. Gerne. Schließlich wollen wir uns ja bei den Magiern einschleimen, denen beitreten. Dürfen wir? Tatsächlich, wir können was braten. Wir haben immerhin den Fisch gefunden und ein bisschen rohes Fleisch. Das passt perfekt. Die Truhe hätte ich auch gern. Das heißt, ich muss wieder ein paar Punkte hier opfern. Das wird echt teuer. So, aber es tut mir nicht alles. Ja. Müssen wir sowieso machen. Dararam, dararam. Das hat natürlich nicht funktioniert, war eh klar. Aber so dafür. Tada! Rum, Rezept für Schmerztöter. Perfekt, nehmen wir alles mit. Geilo. Hat sich die Skillerei schon mal gelohnt? Okay, weil Rum, also brennen können wir ja schon. Das passt eh. Jetzt ist halt die Frage, ob wir noch ein paar Wildschweine oder so finden. Auf jeden Fall eine Maki-Beere, die nehmen wir auch gerne mit. Weil ich muss wirklich den Proviant jetzt ein bisschen auffüllen, den habe ich echt leiden lassen. Den Jaguar da oben werden wir noch stehen lassen. Den da, der was da oben schlafen tut normalerweise noch. Den möchte ich gerne klatschen, wenn wir Felle, Krallen und Zähne von ihm erbeuten können. Weil sonst haben wir nur die Erfahrungspunkte und keinen Wert sonst davon, ne? Also, ja. Gut, das zudem. Dann wäre das wieder speicherungswürdig. Mit da und diese. Nase juckt. Gott sei Dank. So, Queste. Neue Verbündete, Reich der Schatten, Crew, müsst ihr jetzt da? Inquisitor, Mendoza, ja, ja, das, den haben wir im Schattenreich getroffen. Finde Petit. Da Carigua, sind wir jetzt soweit fertig? Ja. Dann können wir wirklich mal wieder zurück auf unser Schifferl, oder? Würde ich vorschlagen. Unser Schiff müsste, glaube ich, hier irgendwo sein, ne? Das heißt, wir porten uns wieder mal zum Leuchtturm zurück. Würde ich sagen. Servus, Jack. Können wir bei ihm, soll man noch was kaufen? Ich denke mal. Zeig mir deine Ware. Vielleicht hat er noch ein bisschen Rum oder so für uns. Ei! Diebesamulett wäre geil. Aber wir haben fast kein Geld. Arm wie eine Kirchenmaus. Proviant werden wir mal auf alle Fälle kaufen. Den Rum werde ich auch mitnehmen. Fusel würde sich auch eigentlich anbieten, ne? Noch. Nehmen wir 5 mit. Dann sind wir nicht ganz pleite, nur halb pleite. So, was können wir denn verkaufen an Blunder? Altes Schwert. Die Schattenwaffen. Ich würde sagen, bis auf eine wollte ich sagen.
Muscheln. 106 haben wir schon. Die müsste ich mal jetzt alle aufmachen. Ui. Ui. Warte mal. Habe ich das jetzt kaufen können? Bis auf den Fusel. Der ist irgendwie nicht gegangen, ne? Egal, warte mal. Warte mal, das können wir noch schnell machen. Blunder. Oh, so. Geht doch, geht doch. La 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 la. Na also, da, 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 da. 16 Perlen, 17 Perlen, 18 Perlen. Die können wir. So, schön. 22 Perlen. Passt. Check. Zeig mir deine Ware. Können wir 21 Perlen verkaufen? Verkaufen. Blunder. Perlen, bis auf eine wieder mal. So. Alle weg. Ups. Ich dachte, das Silberbecher habe ich jetzt verkauft, unabsichtlich. Wurscht. Jo, ich glaube, den Rest. Können wir behalten. Passt schon. So, bling, bling, bling. Das dauert jetzt 20 Jahre, bis das fertig ist. Wir haben jetzt 1300 und so weiter. Da wollte ich ja eigentlich 5 kaufen. Proviant wollte ich alles kaufen. Rum wollte ich 3 kaufen. Handel akzeptieren. So, jetzt passt es, glaube ich. Ja, jetzt haben wir 10 Rum, 8 Fusel, 32 Proviant. Ich glaube, das geht derweil. So, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück auf unser Schiffchen. La 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 la. So, die Frage ist nur, da ist ja, ja genau, da ist auch unser Boot. Das mit den Perlen, das wird jetzt eine Zeit lang dauern. Na, ihr zwei Deppen, schon mal dran gedacht, weniger dick aufzutragen. Ich bin noch nicht gut genug. Ich wollte es mal probieren. Beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Nur wenn die Kasse stimmt. Steigert Einschüchtern um 10 pro Stufe. So gut bin ich auch nicht. Mist, da fehlt wahrscheinlich die Härte. Einfluss. Taschendiebstahl. Ich bin noch nicht gut genug. Ja. Ich wollte es nochmal probieren. Ich will jetzt auch nicht unbedingt immer alles. Einfluss, aha, 20. Beeinflusst den Schwellenwert bei Silberzunge und Einschüchtern. Ist halt echt die Frage, ob wir auf sowas gehen sollen. Ich würde nämlich dann schon eher hier, ne, auf Magie. Das wäre schon eher mein Ding, die beiden hier jetzt. Ich würde sagen, lassen wir mal gut sein. Können wir immer noch lernen. Null Problemo. So, wir an Bord bitte. Da ist er schon, unser Freund. Servus. Was denkst du über diesen Ort? Ja, ja, die Inquisition. Die hat auch schon bessere Tage gesehen, denke ich. Komisch, dass sie jedes Mal auf die Nase fallen, wenn es um die Wurst geht. Als laste ein Fluch auf ihnen oder sowas. Tja, vielleicht sollten sie ihre steifen und angestaubten Ideale nochmal überdenken. Das könnte sein. Und wie geht's dir? Komm mit, passt, halt mal alles. Steuer, da ist sonst eh nichts für uns, oder? Leiter zum Boot verlassen. Na, ich glaube, das geht. Können wir, glaube ich, weiter. In See stechen. Die Frage ist nur, wo segeln wir hin? Ich hätte mich zuerst erkundigen sollen, wo Patty ist, ne? Patty wäre, glaube ich... Oder wir machen zuerst die Magier. Taranis waren die Magier, ne? Weil dann könnten wir uns schon mal den Magiern anschließen, was mir sehr gefallen würde. Also anschließen und Anführungszeichen, wir werden natürlich zuerst die Quest bei allen anderen machen. Aber anschließen möchte ich mich schon gerne
bei Ihnen, dann wäre es aber taktisch schon bald schlauer, die zum Schluss zu machen, ne? Es wäre aber taktisch auch sehr klug, glaube ich, unser Frauchen zu holen. Die ist, glaube ich, auf Antigua, ne? Ah, schwere Entscheidung. Warte mal, wo ist jetzt schnell Patty? Ich glaube, das war schon richtig, ne, mein Gedanke. Crew, finde Patty. Patty, bla bla, bla bla bla, Torheit, bla bla, Tempel, alten Tempel, Krabbenküste. Oh! Jack meint gehört zu haben, dass Patty und einige Piraten sich zu einer kleinen Südseeinsel namens Kilia aufgemacht haben. Ich wäre komplett falsch gefahren. Gut, dann werden wir uns nach Kilia aufmachen. Ganz einfach. Ist gut, dass ich nochmal nachschaue. Also Kilia, hierhin. Ich bitte darum. Dann gehen wir Frauchen holen. Frauchen, sage ich wieder. Ich bin so gewohnt, dass wir den Helden aus dem ersten und zweiten Risen-Teil spielen. Natürlich Schwesterchen holen. Ist ja der Bruder, sie ist jetzt ziemlich... Also ja, das wäre jetzt schlimme Inzucht gewesen. Ach. Quest abgebrochen. Oh. Oh. Hätte ich da jetzt noch was machen können? Warte mal. Die beiden Quests. Da steht jetzt nicht die abgebrochenen Quests, ne? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Laufende? Kann ich das jetzt nicht mehr rückgängig machen? Kommandant? Keine Ahnung. Wir haben mit ihm auf jeden Fall gesprochen gehabt. Wir haben ihn auch überführt, dass er der Mörder vom Tifo Ego ist. Na, haben wir eigentlich nicht, ne? Jemand hätte angeblich sein Schwert geklaut. Scheiße. Da sind wir noch nicht fertig. Muss ich jetzt nochmal laden? Warte, lass mich nochmal laden. Wohin eigentlich? Das wäre noch Dakarigua gewesen, ne? Ich probiere hier nochmal. Das ärgert mich jetzt. Das will ich natürlich nicht, dass Quests abgebrochen werden. Oi. 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 Das wird heftig, glaube ich. Jetzt muss ich... Boah, jetzt muss ich damit echt schlau machen. Also. Laufende. Die Fuegos Leiche auf der Karte markieren. Wer hat ihn wohl getötet? Seekarte. Sebastiano. Vielleicht lässt er eher mit sich reden, wenn es Tag ist. Keine Ahnung. Das ist jetzt echt ein bisschen merkwürdig. Muss ich da beim... Hätte ich da vielleicht bei der Waffe noch was machen können? Kaputte Schwertspitze. Inquisitionsspitze. Na, da geht nichts eigentlich, ne? Inquisitionsspitze, Schädel, Fernrohr,
Thronschlüssel. Wo ist denn da kaputtes Schwert? Abgebrochen. Puh. Wie soll ich denn da drauf kommen? Wo hast du das gute Zeug versteckt? Ich bin noch nicht gut genug. Das ist echt. Puh. Das ist ein bisschen puh. Ist hier noch ein Bett frei? Tatsächlich. Wir schlafen mal los. Bis zum nächsten Morgen, ist am besten, glaube ich. Da muss ich mich da mal ein bisschen schlau machen. Oh. Oh. Hä? Sind wir schon wieder hier? Diesmal steht da vorne Rodriguez. Ich wollte mich nur mal umschauen. Wegen dem Seelenstaub. Dass wir da ein bisschen... Oh! Ich kann Langfinger nicht ausstehen, ach, verstanden? Ach so, Rodriguez, da. Wieder ein Albtraum? Seele minus eins. Ich kann das Schattenreich förmlich riechen. Ist das normal, dass wir hier regelmäßig Albträume kriegen? Ich denke mal, ne? Alter, ich wollte mich nur mal hinlegen. Das habe ich da nicht alles erkunden können. So, bis zum nächsten Morgen. Komm jetzt nochmal dorthin. Na, okay. Das passiert scheinbar regelmäßig. Wenn du hier bist, werde ich dich beobachten. Ja, ja, ist schon gut. Ah, das mit Schleichen, das konnten wir nur vorher, ne? Als wir noch unsere Fähigkeiten hatten. Du, Rodriguez. Taschendiebstahl. Was kann ich bei dir lernen? Was kann ich von dir lernen? Was möchtest du wissen? Da, bei dem hatten wir das mit, Magie sicher lernen. Feuer oder Eis, Pest oder Fluch. Dir ist es egal. Es gibt nichts, mit dem du es nicht aufnehmen kannst. Steigert dein Magie sicher Talent um 10 pro Stufe. Das wäre aber auch nicht schlecht, ne? Dafür bin ich nicht gut genug. Ja, weil ich noch lernen muss dafür, ne? Warte mal. Weil das wäre echt nicht schlecht. Das, sowas könnte man lernen. Warte kurz. Machen wir das wenigstens, ne? Geist noch auf 20. Härte haben wir genug. Passt. Nehmen wir mal, ja. Ha! Entschuldigung. Rodriguez, nochmal, entschuldige bitte, lernen. Was kann ich von... Da überspringen wir kurz. Das Magie-sicher wäre sicher nicht schlecht. Magie-sicher ist sicher nicht schlecht. Durch Magie weniger Schaden nehmen. Ja, bitte. Klar doch. Passt. Für Kugelsicher haben wir, glaube ich, zu wenig Geld, ne? Ich habe nicht genug Gold. Das wäre nämlich auch nicht schlecht, Kugelsicher lernen. Fleischwunden machen dir nichts aus. Und überhaupt. Alles, was dich nicht tötet, macht dich nur noch stärker. Härter. Steigert kugelsicher um 10 pro Stufe. Das wäre wirklich nicht schlecht. Verkaufen. Was kannst du verkaufen? Was können wir verkaufen? Ist eher die Pistole braucht man immer, weil wir haben eh die verstärkte. Dann Baumwürger. Schön, schöne Pflanze. Bärlen, das haben halt alle schon verkauft. Silberteller. Na, da kommen wir niemals hin, glaube ich. Der Diamant. Da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Dass wenn ich jetzt alles gut verkaufen könnte. Muss ich so lassen. Geht dabei nicht. Aber wenigstens Magie ist sicher schon mal viel wert. Ja, und ich würde sagen, wir beenden den Part.
Auf euer Wohl. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!